Das ist nicht gut. Zauber doch mal. Was ist denn jetzt los? Oh Gott, ein Eistroll. Stirb, 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 stirb. Nein! One hit? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stefans LP und Skyrim Special Edition in Überlebensmodus. Ja, wir sind ja jetzt hier angekommen in Ivarstadt und sollen ja da irgendwo rauf zum Berg nach Hochrodgar. Und wenn ich mich erinnere, ich weiß nicht, ja, genau. Die Graubärte haben das Drachenblut nach Hochrodgar gerufen. So etwas ist schon seit einigen Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Nee, ich weiß, ich bin nämlich das Drachenblut. Ätsch. So, wo ist die nächste Gaststätte? Sternschnuppenhof? Ach, wie süß. Haha. Na nü. Kann ich hier kochen? Ich möchte was kochen. Ich brauche nämlich Lebensmittel. Ihr müsst jetzt wirklich gehen. Hm? Meint die jetzt nicht? Was? Ich? Ihr geht jetzt besser. Oh, Entschuldigung. Dann schließ doch deine Tür ab. Meine Güte. Ah, ich glaube, ich habe hier was gefunden. Ja, das sieht danach aus. Gasthaus. Wo Gasthaus draufsteht, ist meistens auch Gasthaus drin. Was ist denn hier passiert? Entschuldigung, hier hat einer sein Ei verloren. Hallo. Nicht nur eins, drei. Eins, zwei, ja. Entschuldigt, mein Herr. Möchtet ihr, dass ich euch etwas auf meiner Laute vorspiele? Nö. An eurer Stelle würde ich mich vom Hügelgrab im Osten der Stadt fernhalten. Da spukt es. Na, also irgendwie habe ich dann nicht die größte Hoffnung. Ja, Essen. Ja, Apfelkuchen. Argonischer Blutwein. Der hat ja Sachen. Gibt's ja gar nicht. Butter? Gab's das damals schon? Ja, Hühnerbrust. Rindfleisch. Schwarzdorn mit. Zutaten. Ja, mit deinem Salz. Nö. Nö. Jetzt sind wir was über das Grab. Mehr zu sagen. Dort spukt es. Also solltet ihr euch fernhalten. Hört, ich habe einen dieser Geister mit eigenen Augen gesehen. Als er mich anstarrte, brannte sich sein Blick durch meine Seele. Ehrlich. Ach, deswegen dieser Geistesblick. Zum Glück scheinen sie in der Nähe des Hügelgrabes zu bleiben. Ich glaube, sie bewachen es. Ist auf jeden Fall nicht gut fürs Geschäft. Wer will unweit eines verfluchten Hügelgrabes schon Zimmer mieten? Wenn ihr glaubt, ihr könntet etwas ausrichten... Ich könnte ja Nachforschung machen. So, da haben wir da schon mal eine Mission. Einmal Story über Hochrodgar. Die Graubärte sind ziemliche Eigenbrötler. Ich glaube nicht, dass sie ihr Kloster jemals verlassen haben. Ab und zu kommen Pilger hier vorbei, die unterwegs zum Gipfel sind.
Aber so gut wie alle kehren unverrichteter Dinge wieder zurück. Das sind ja auch nicht alle so wie ich, ne? Wurde das Grab schon mal erkundet? Ist hier ein Kerl namens Vindelius durchgereist. Er sagte, er sei so eine Art Schatzjäger. Ich habe ihn davor gewarnt, da reinzugehen. Und danach war er nicht mehr gesehen. In der darauffolgenden Nacht hörten wir Schreie aus dem Hügelgrab. Und das war's. Wir haben ihn nie wieder gesehen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Aber ich möchte ein Zimmer mieten. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Juhu! Ich zeige euch euer Zimmer. Hier. Oh! Das ist ja mehr Service als in dem anderen. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Hey, was soll denn das? Hä? Was willst du denn jetzt hier? Hallo? Ich habe für 10 Gold ein eigenes Zimmer bestellt und nicht... Oh Mann. Ach ja. 8 Stunden reichen. Ja, dann ess doch den Apfelkuchen. Du bist immer noch hungrig. Immer noch hungrig. Es hört sich nicht gesund an, Mädel. Dann ess den Lachsbraten. So. Hier liegen die Eier immer noch auf dem Tisch rum. Auf dem Boden. Jo, ich möchte dennoch irgendwas verkaufen. Climax Haus. Ja. Das ist das Hügelgrab. Na, viel ist hier nicht los im Dorf. Huch. Ach, jetzt hat sie die Tür abgeschlossen, die Alte. Es ist doch echt eine Frechheit. Mühlenrad. Ziegenkäse-Ecke. Was liegt denn hier Ziegenkäse auf dem Boden? Huch, was riecht denn das? Ja, nee, komm. Wir müssen mal weitermachen. Oder haben wir hier noch eine Quest? Bum, 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 bum. Ne, jetzt geht's da hoch. Alles klar. Auf nach Hochrotka. Wie komme ich denn da hoch? Die 7000-stufige Treppe. Seid ihr wieder auf dem Weg die 7000 Stufen hinauf, Climax? Heute nicht. Ich bin für den Aufstieg nach Hochrotka nicht bereit. Der Weg ist nicht sicher. Erwarten die Graubärter nicht gerade Lieferungen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sie haben mich noch nicht in das Kloster gelassen. Seid ihr auf dem Weg nach Hoch? Ich war ja, schon bin ich. Im Kloster. Hab mir aber die Graubärte noch nie angesehen. Ich möchte es auch gar nicht. Als Meister des Turm können sie jemanden mit einem einzigen Wort töten. Nicht, dass sie das vorhätten. Sie scheinen friedfertig, aber ich würde sie nicht provozieren. Hauptsächlich Nahrungsvorräte wie Stockfisch oder Pökelfleisch, also Sachen, die lange haltbar sind. Ja, oft kommen die nicht runter. Die kommen nicht oft raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Und als Gegenleistung? Es gibt eine Art Übereinkunft zwischen uns. Es wäre einfach nicht richtig, für ein paar konservierte Lebensmittel etwas von ihnen zu verlangen. Das Problem ist, dass meine Beine nicht mehr so kräftig sind wie früher. Und die 7000 Stufen ihren Tribut fordern. Du siehst aber noch fit aus, du. Nein, ich bin nett. Das wäre nett von euch. 7000 Stufen. Mit Vorräten. Wenn ihr oben angekommen seid, seht ihr die Spendentruhe, in die ihr den Beutel einfach hineinlegt. Das war es schon.
Es gibt manchmal Wolfsrudel oder streunende Tiere, aber mit mir hatte ich noch nichts zu tun. Nichts, womit jemand wie ihr nicht fertig werden könnte. Achtet darauf, nicht auszurutschen. Bei diesem Wetter können die Stufen gefährlich sein. Jo. Rutschige Treppe, ne? Vorsichtig dort oben. Auf jeden Fall sehe ich hier schon ein Bär. Na gut. Auf geht's. Die 7000 Stufen. Lesen, Schrifttafel. Emblem 1. Vor der Geburt der Menschen haben die Drachen ganz Mundus beherrscht. Ihr Wort war die Stimme und sie benutzten sie nur, wenn es absolut notwendig war. Boah. Denn die Stimme konnte den Himmel verdunkeln und das Land überfluten. Ah ja, okay. Hallo Chige. Meh. Warte mal, einen Abgang. Du bist ein Schieber. Ja. Okay. Das war ein guter Flug. An den Kadaver komme ich nicht mehr dran, ne? Nicht so einfach. Stufen. Eieieiei. Bin schon nach 2 Etagen außer der Luft. Aber 7000 Stufen. Wie viele Etagen? Oh Mann. Na, nun lauf doch auf die Stufen, wenn es geht. Was bist du denn für ein Jung? Tag auch. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotka emporsteigt. Ich bin gerne hier oben. Ich wandle auf den Stufen, meditiere über die Symbole. Umso besser, wenn ich unterwegs ein bisschen Wild erlegen kann. Das ist nicht die Art von Leuten, die gerne Besuch empfängt. Aber ich klettere sowieso nie so hoch. Manche, die die Reise auf sich nehmen, lassen Nahrung oder andere lebensnotwendige Dinge für sie da. Versuchen aber nicht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Habe ich. Es klingt sehr befremdlich, wenn die Mönche das tun. Ich frage mich, was es bedeutet. Dass ich nach oben darf. Ja. Huch. Lesen, Schrifttafel. Emblem 2. Ach, da gibt es mehr davon. Okay. Die Menschen wurden geboren und verteilten sich in Mundus. Die Drachen herrschen über die... Die Drachen herrschten über die kriechenden Massen. Damals waren die Menschen schwach und hatten keine Stimme. Tja. Hat sich ja geändert, ne? Oh, Mann, man sollte meinen, auf den Stufen geht's leichter. Ich höre sie doch schon wieder. Ich mache euch fertig. Doch kein Gegner für mich. Tschüss. Nichts vom Wert für mich drin. Okay. So ein bisschen hilft das. Meine Güte, ich habe einen Frosch im Hals vom Feinsten. Sie ist positiv. Es gibt XP. Scheint schon ziemlich hoch zu sein. Meh.
Oh, noch so ein Stein. Nein, wir klauen hier nichts. Emblem 3. Der junge Geist der Menschen war stark in der alten Zeit. Sie hatten keine Angst, gegen die Drachen und deren Stimme zu kämpfen. Aber die Drachen schrien sie einfach nieder und brachen ihnen das Herz. Ja, okay. Ganz schön Schneegestöber. Ja, noch mehr Klamotten habe ich nicht, tut mir leid. Fall hier nicht runter, bitte. So. Das geht ganz schön aufs Leben. Rauf, runter, rauf, runter. Hilfe! Meine Güte. Schneebären. Ne? Ah, ja. Da sitzt schon wieder so ein Pilger. Mal sehen, was du zu berichten hast. Tada. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotka emporsteigt. Ach, das ist kein Problem. Was wollt ihr, kleiner Elf? Ich befand mich gleich außerhalb von Ivarstadt, als es geschah. Es ist wirklich aufregend. So etwas ist seit Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Eine einfache Pilgerin. Ich würde es gerne dabei belassen, wenn's recht ist. Na dann. Ja. Lass mich mal lesen hier. Emblem 4. Kühne wandte sich an Partunax. Aha. Der Mittler mit den Menschen hatte. Gemeinsam brachten sie den Menschen bei, die Stimme einzusetzen. Aha. Daraufhin wütete der Drachenkrieg. Drache gegen Zunge. Okay. Ach, da geht's weiter. Ja. Ja, das ist nicht gut. Zauber doch mal. Was ist denn jetzt los? Oh Gott, ein Eistroll. Stirb. Nein! One Hit? Und ich habe so lange nicht gespeichert. Das kann doch nicht wahr sein. Ich lese es nicht nochmal vor. Bitteschön. Könnt ihr ja pausieren, wenn ihr möchtet. So, jetzt aber. Hier wird nicht mehr lange diskutiert. Das ist jetzt hier der Schnellschuss. Hottig. Ich hab doch keine Zeit. Ich Schussel hab vergessen zu speichern. Kann nicht wahr sein. Meno. Jetzt aber. Speichern.
Ja klar, ich trage ja jetzt auch nur eine dämliche Fellrüstung. Weg da. Weiß nicht, ob das wichtig ist. Mach's immer. Hier ist die Luft sehr kalt. Ja, ja, ist schon klar. Ja, ja, ich höre dich doch schon irgendwo. Noch näher ging's nicht. Frechheit. Da war jetzt nicht so ein Ding, ne? Nein. Kann doch nicht wahr sein. Meine Güte. So. Ja, mir ist aus. Ja. Dass man aber auch kein Lagerfeuer dann machen kann. Das ist frech. Juhu. Also nicht 7000 Stufen, sondern bei mir sind es in diesem Fall dann 14.000 Stufen. Ja, super. Bitte nicht nochmal sterben, ja? So. Ja. Weg da. Danke, Zunge, bla bla bla. Mal öfter speichern hier. Speichern. Au. Machen wir mal einen auf Schleichen. Nein, er hat mich entdeckt. Hilfe? Hilfe! Hilfe! Nein, der hat sich geheilt? Das kann jetzt nicht wahr sein. Warum teilt er sich? Hallo? Das kann doch nicht wahr sein. Guten Tag. Helfen Sie mir bitte? Warte mal, hab ich nicht? Hilfe! Na, Hilfe! Aua, aua! Tu mir nicht weh, ich tu dir doch auch nicht weh. Weg hier. Tschüss. Ausgetrickst, den Eistroll. Mann! So, jetzt speichern wir mal, falls jetzt nochmal was passiert. Danke für deine Opferung da unten. Ach, hier ist noch so ein Schreinchen. Wird wahrscheinlich schon länger nicht mehr besucht.
So. Emblem 5. Die Menschen siegten. Sie schrien Alduin aus der Welt. Achso, Alduin war der große Drache, genau. Und sie bewiesen, dass ihre Stimme auch stark war. Obwohl sie viele Opfer zu beklagen hatten. Ja. Eieieiei. Kommen wir denn hier irgendwann auch nochmal an? Vor allem muss ich mal langsam in wärmere Gefilde. Es hat einen Weg. Ja, 7000 Stufen runter und rauf, oder wie? Da ist noch so ein Ding. Ich weiß, dass man rennen konnte, aber ich weiß nicht mehr, welche Taste das war. Vergessen. Emblem 6. Mit brüllenden Zungen eroberten die Kinder des Himmels. Hä? Mit brüllenden Zungen erobern die Kinder des Himmels? Aha. Sie gründen das erste Reich mit Schwert und Stimme und die Drachen zogen sich aus der Welt zurück. Eier? Offensichtlich ja nicht. Einen habe ich ja schon umgebracht. Da ist noch so ein Teil. Emblem 7. Die Zungen am Roten Berg verschwanden gedemütigt. Was? Jürgen? Nee. Jürgen Windrufer begann seine 7-jährige Meditation, um zu verstehen, wie die starken Stimmen versagen konnten. Ah ja? Ist das so? Sag mal, wird der immer langsamer oder was ist hier los? Ich hab doch nie Zeit. Look that. Das ist schön. Aha, ich glaube, wir haben es geschafft. Emblem 9. Nach jahrelanger Stille nannten die Graubärte einen Namen. Tiber Septim. Damals ein Jüngling wurde nach Hochrodger gerufen. Ah ja. Und nannten ihn Dovahkiin. Okidoki. Ruhe leer. Ja, und wie es weitergeht, was wir hier reinlegen und wie die Graubärte auf mich reagieren, das werden wir sehen in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Chefans LP und Skyrim Special Edition. Ich hab euch lieb, gehabt euch wohl, bye bye.